Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Operation Portal Recon. Ich bin Chaos Lady. Ich zeige euch als allererstes meine Statistik. Ich werde 10 Bewertungen machen und schaue nochmal auf die Upgrades, die vielleicht irgendwann mal kommen. Da sind sie. Oh, 16. Okay, es geht voran, es geht voran. Ab auf die Startseite und los geht's mit der Analyse. Ah ja, ein Verteilerkasten. Okay, an für sich kann ein Verteilerkasten ein Portal sein, wenn es ein wunderschönes Bild ist. Kunst liegt aber im Auge des Betrachters. Ich würde es jetzt nicht als absoluten Schandfleck bezeichnen, aber ja, es könnte ein bisschen schöner sein, oder? Andererseits habe ich auch schon davon gehört, dass es auch Schulklassen gibt, die solche Bilder erstellen. Von daher ist wirklich Kunst im Auge des Betrachters dann dementsprechend vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Ich würde das jetzt nicht ablehnen. Es ist trotzdem Kunst vorhanden. Und es ist, ob es jetzt aber wirklich erlaubt gewesen ist, diesen hier anzumalen, das kann ich nicht prüfen. Deswegen 5 Sterne. Es ist zwar in Berlin, wo es eigentlich sehr, sehr viele Portale gibt, muss man dazu sagen. Sieht aber trotzdem, trotzdem finde ich, die Portaldichte in Berlin an sich ist eigentlich nicht besonders hoch. Also ich kenne wenig Stellen, wo es richtig krass ist. Also ich bin selber schon in Berlin gewesen. Moment mal. Achso, Hauptmann von Köpenick, ich dachte schon. Okay, es ist auch ein bisschen weiter weg von der Grundschule da. Das ist auch gut so. Ja, mal sehen, was uns da hier noch erwartet. Hier haben wir den nächsten Verteilerkasten. Und 2 und 3 und 4. Ist das auch einer? Kann man nicht erkennen. Aber dass allein in dieser Gegend hier schon 4 sind, das ist ja schon... Okay, da ist noch einer. Das ist was anderes. Okay. Ja. Ich würde mal einen Stern abziehen dafür, für die Einzigartigkeit. Und einfach nur, weil Verteilerkästen werden einfach gerne angemalt. Okay, also der Titel ist in Ordnung. Kulturell, ja. Optisch Einzigartigkeit, 4. So. Da ist zwar irgendwas Blaues, aber das ist ein blaues Auto. Vielleicht mal drehen. Boah, ich glaube, das wird schwer. Oh, da haben wir Glück. Hier ist ein bisschen mehr Sonne. Ich kann einen Verteilerkasten sehen, ja. Aber leider nicht, ob da was drauf ist. Schade. Das ist ärgerlich. Da scheint gerade die Sonne ein bisschen blöd drauf. Okay, sagen wir mal, es ist egal, ob jetzt das Bild drauf ist. Wir sehen aber, dass hier ein Verteilerkasten steht. Ich bin mir zumindest mal so sicher. Könnte auch was anderes sein. Hier ist sogar eine Baustelle. Eine sehr ausgiebige sogar. Klar, zum Teil muss ich sogar ein bisschen schätzen, aber ich gehe davon aus, das ist ein Verteilerkasten. Deswegen 5 Sterne. Sicher erreichen, ja, denke schon. Also nicht denke schon, sondern es ist ein Fußgängerweg, deutlich zu sehen. Gemälde, weil eine Wand ist es nicht. Kunstgemälde absenden. So, im nächsten. Ja. Ich weiß nicht, ich halte von solchen Frazierungen irgendwie nichts, weil selbst wenn ich sowas einreiche, wird das ständig abgelehnt. Deswegen bin ich da eher so geteilter Meinung. Ich will aber sowas jetzt auch nicht grundsätzlich ablehnen, aber andererseits müsste man auch sagen,
Wie nah ist denn das andere eigentlich? Nicht, dass das hier das gleiche Haus ist. Also dasselbe Haus zweimal einreichen, das geht ja auch nicht. Nee, das ist schon woanders. Ist eigentlich eine schöne Stelle, muss man dazu sagen. So parktechnisch. Man könnte sogar sagen, optisch Einzigartigkeit haben wir an der Stelle. Das ist in Hannover. Was ist denn los? Interessant. Was ich heute für Portale reinkriege. Interessant, interessant. Hier gibt es anscheinend ein Street View, aber viel zu weit weg von der eigentlichen Stelle, wo man eigentlich was sehen möchte. Drehen wir die ganze Karte mal. Naja. Gut. Ich müsste den Standort so oder so schon mal auf keine Ahnung setzen. Theoretisch müsste man vielleicht sogar sagen, dass das ein Privathaus ist. Aber ja, ein Privathaus. Was ist eigentlich mit Mehrfamilienhäusern? Sind die wirklich privat? Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich gebe jetzt einfach mal 3 Sterne. Ich weiß es nicht. Aber sicher erreichen gebe ich 5. So, und das nächste. Eine Kapelle am Friedhof. Ah. Okay, was heißt das? Da scroll ich mal hier rein. Das ist in Hessen. Sieht eigentlich noch gut aus. Es ist nicht mitten auf dem Friedhof. Cooles Bild mit den Stolpersteinen. So schön interessant fotografiert auf jeden Fall. Schauen wir uns mal hier das Bild an. Das sieht sogar tatsächlich aus, als wäre das außerhalb vom Friedhof. Das gefällt mir richtig gut. Das ist okay. Ah, stand ja auch am Friedhof, ne? Na, okay. 5 Sterne. Am Friedhof 5 Sterne. Titel? Passt. Kulturell? Ja. Optisch einzigartig? Gut, Kapellen, ja, gut. In dem Ort wird es nicht mehr als 5 Kapellen geben oder sowas. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, also, ich denke schon, dass man da 5 Sterne geben kann. Auch wenn ich jetzt nicht alle durchgescrollt bin. Standort stimmt auf jeden Fall. Ich kann das sehr gut erkennen, dass das das Ding ist. Ding. Die Kapelle. Und man kann auch hier Kapelle angeben. Das mache ich mal. So, absenden. Batsch. Und das nächste Portal. Okay. Das sieht irgendwie eigenartig aus. Historischer Verkehrsunfall. What? Leicht makaber, oder? Ja, irgendwie schon. Krass. Was sich auch immer hier zugetan hat, es wird ungeklärt bleiben. Sandersdorf. Auf jeden Fall keine hohe Portaldichte. Da ist auch nichts eingezeichnet auf Google Maps, was ich sehr schade finde. Weil, sagen wir mal, das ist wirklich irgendein Touristenpunkt, den man sich unbedingt angucken sollte. Dann wäre es doch toll, wenn es auf Google Maps eingezeichnet wäre, ne? Dann wüsste man sofort, alles klar, da ist was. Aber so. Eventuell kann man das hier sogar erkennen, aber nur eventuell. Das könnte auch was ganz anderes sein, was ich da sehe. Sehr, sehr schwierig. Und leider ist das Satellitenbild nicht gerade so das Beste. Wenn man sich das hier genau anguckt, haben wir hier sehr viele Bäume, Nadelbäume, die scheinen groß zu sein. Einen Stein, eine komische Skulptur, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und nebendran was ziemlich Rotes.
So, vergleichen wir das jetzt nochmal. Oh, schade, dass man hier nicht drehen darf, kann. Es ist, könnte auf der anderen Seite von der Straße sein, da werden aber so lange Schatten geworfen, dass man quasi nichts erkennt. Also Standort definitiv einfach mal schon mal 3 Sterne, weil es einfach nicht ersichtlich ist. Mit Street View Bildern wäre das toll, kann man ja selber einreichen. Dann könnte man da vielleicht mehr machen. Also ich sage jetzt einfach mal, ja, okay, das wird wohl im Portal sein. Auch wenn ich das nicht hundertprozentig richtig erkennen kann, kann mir nicht vorstellen, dass das Müll ist. Oder dass das einer da hingelegt hat und fotografiert hat und dann gesagt hat, so, das ist jetzt ein Portal und danach hat das wieder weggeräumt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dennoch ist es sehr einzigartig. Also sowas habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich. Titel. Ich sag mal, weiß ich nicht. Historisch weiß ich nicht. Optisch einzigartig? Ja, auf jeden Fall. Sicher erreichen? Ganz ehrlich, bin ich mir nicht sicher. Ich kann das nicht richtig erkennen, also weiß ich nicht. Ich betitel das jetzt auch nicht als was es ist und ab mit dem nächsten. Dauert schon wieder viel zu lange. Aber ja, wenn es halt nicht so einfach ist, ist es halt nicht so einfach. Burghotel Klomberg. Tja, das geht Richtung kommerziell und steht unter Ablehnen. Hier im Leitfaden findet man was unter Gasthaus. Scroll ich mal kurz durch. Ja, Hotel, Gasthaus ablehnen. Es sei denn, es handelt sich um ein historisches Hotel, Gasthaus, das eine interessante Geschichte hat oder der Ort stellt ein einzigartiges lokales Unternehmen dar. So. Infotafel Burg Kollenberg. Ja, mehr gibt's dazu nicht. Gut, aber wir googeln mal. Und wenn es geht, nicht gerade irgendwelche Webseiten, die ein Zimmer buchen. Das wäre jetzt unpraktisch. Eine Webseite. Bestimmt ist das Ding historisch. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Weil es ist schließlich eine Burg. Hallo? Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ich finde, allein deshalb sollte man es schon annehmen. Es ist zwar halt leider nur die Tafel, viel schöner wäre eigentlich die Burg selbst. Wow. In so einem Zimmer kann man da übernachten? Wahnsinn. Okay, also ich würde sagen, das ist historisch. Das sollte eigentlich gehen. Eventuell gibt es die Burg selbst aber schon. Aber man sieht sie hier nicht wirklich. Nee, anscheinend nicht. Die sollten... Also... Auf jeden Fall sollte man die Burg selbst einreichen, nicht nur das Schild. Ist das hier irgendwo Tourismusverband? Nee. Grundschule? Ich frag mich, wo die Burg eigentlich steht. Man sieht sie hier irgendwie nicht. Okay. Titel? Ist okay, kulturell, optisch einzigartig. Es ist ein Schild, deswegen, ja, viele Schilder gibt es hier. Ich mach mal 4. Das ist, tut jetzt nicht weh, es ist deswegen keine Ablehnung oder so. Wenn, dann ist das eher was Positives. Genau, ja, Standort kann ich halt nicht bestimmen. Ein Schild ist meistens zu klein, um es erkennen zu können. Dazu müsste man sehr viel von der Umgebung. Man könnte sogar fast meinen, dass wenn das Foto aus einem Auto fotografiert worden ist und man erkennt das, dann kann man das ablehnen.
Ich sag jetzt einfach mal, ja, unten an der linken Ecke oder an der rechten Ecke hat wohl jemand irgendwie seinen Arm da mit einer schwarzen Jacke irgendwie reingehalten. Deswegen ist da unten die Ecke weg, nicht weil das aus dem Auto fotografiert worden ist. Kann man das sicher erreichen? Ganz ehrlich, auf der Seite, wo die Markierung ist, weiß ich es nicht. Oder muss ich vielleicht. Nee, ich schätze, das ist eine ganz schlechte Ecke. Ich weiß es nicht und deswegen sage ich einfach 3 Sterne. So. Ach so, ich habe vergessen, Informationen anzugeben, aber das ist rein optional und wahrscheinlich nicht so wichtig. Okay, eine Sporthalle. Die meisten Sporthallen werden angenommen und sind auch gut, sind meistens auch Versammlungsorte. Also auf jeden Fall 5 Sterne. So, dann optisch einzigartig können wir hier anscheinend nehmen. Hier vielleicht nochmal reingezoomt. Nicht, dass da erst eine Schule, sehr nah eine Schule ist. Ach so, die Max-Planck-Gymnasium. Oh, wie war denn das jetzt nochmal? Weiterführende Schule? Ah ne, weiterführende Schule geht eigentlich nicht. Ja, das sieht so aus, als wäre das eher auf dem Schulgelände. Ablehnen, weil Ort. Ist eine Schule? Ja. Sporthalle von der Schule. Sporthalle von der Schule. Okay, absenden. Nächstes. Na, darfst gerne etwas schneller laden, danke. So ist besser. Ein Kreuz. Was sind wir denn? Auch 4. Okay. Ein Kreuz. Ja, Kreuz. Bisher wurden alle Kreuze immer und immer wieder angenommen. Also warum sollte man sie jetzt plötzlich ablehnen? Ist natürlich von der optisch Art, von der Einzigartigkeit her manchmal dann irgendwann übersättigt. Kann man ja dann angeben. Also aber an der Stelle würde ich das jetzt nicht sagen. Hier ist ein einziges Kreuz. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Welt für diesen Ort. Und das sollte auch ausreichen. 5 Sterne auf alles. Jetzt geht's um den Standort. Okay. Ich könnte schwören, das Kreuz sah aber da oben aber anders aus. Ah, nee, doch nicht. Ich hab. Ah, okay, ich habe was anderes im Kopf gehabt. Das passt. Ja, das passt auch. Das kann man auch so erkennen. Also, aber ja. Manche Leute brauchen diese Hilfe unbedingt. Sehr, sehr gut. Sehr gut eingereicht, muss man sagen. Und dann kann man hier noch Kreuz angeben. Also an für sich kann man das auch so argumentieren. Ein Kreuz. An dem Kreuz kann man beten. Und alle Orte, die an denen man beten kann, sind Portale. Steht im Leitfaden, im Leitfaden, in der Hilfe steht das. Also hier gibt es eine Hilfe, das ist der zweite Menüpunkt und dort steht das auch noch mal drin. Also da stehen noch mal alle Richtlinien drin und ja. So, 3 neue Titel. Ach je. 3 neue Titel, 3 unterschiedliche Titel für diese Kirche. Evangelische Kirche Ramsen. Protestantische Pfarrkirche Ramsen oder katholische Kirche? Ja, also ich würde sagen, hier sind alle drei vertreten. Evangelisch, protestantisch oder katholisch. Ja, ihr könnt euch ja super entscheiden. Ihr wisst echt nicht, was für eine Kirche ihr habt, oder? Es ist aber eindeutig eine protestantische Kirche, würde ich mal sagen. Also, das ist ja fast wie ein Quiz. Mal gucken, wie schlau ist die Operation Portal Recon Community. Können Sie die Standortendaten lesen und verwenden? Wenn es auf Google Maps falsch eingetragen ist, ja, dann sollte man es auf Google Maps korrigieren. Und dann nachträglich das Portal ändern. So, Spielplatz. Na klar, 5 Sterne steht im Leitfaden. Das ist ja wohl klar. Mal reinzoomen, ob da
Das Portal steht ziemlich alleine, das passt. Es ist auch keine Schule in der Nähe. Haben wir hier eine Skulptur, einen Spielplatz, einen Spielplatz, einen Spielplatz. Ich finde das jetzt aber irgendwie noch nicht viel. Ich würde trotzdem noch 5 Sterne für die Einzigartigkeit geben. Man könnte aber schon fast was abziehen, aber ich finde die Portaldichte nicht hoch genug, um sowas hier beurteilen zu können. So, da hat wohl jemand ein bisschen geschummelt mit dem Standort. Und weil das so eindeutig ist, verschiebe ich das halt gerne dahin, wo es wirklich ist. Und das machen viele so. Da braucht man sich nicht wundern. Das ist nun mal so. Man hätte aber trotzdem dafür 5 Sterne geben können. Weil es war nur wenige Meter entfernt. Aber es ist so eindeutig, dass es dort ist. Warum nicht dann auch dort die Nadel setzen? Aber ja. Spielplatz kann man hier noch als als Kennzeichen. Nächstes. Gerade nochmal nachschauen. Wie viele noch? Das ist jetzt das letzte. Und zwar das Rosentor. Ja, das sieht schon sehr historisch aus. Es gibt sogar eine Beschreibung, die ich richtig gut finde. Das finde ich toll. Letzte erhaltenes Stadttor der einst umfangreichen Befestigungsanlage der heutigen UNESCO-Weltkulturerbestadt Goslar. Sehr schön. Und ich gehe davon aus, es ist einfach richtig. Da hat sich niemand was dabei ausgedacht. Es passt auch zum Bild, also 5 Sterne. Da wird schon was dran sein. So. Das sieht eigentlich auch ganz okay aus. Sehr schöne Portale hier. Sogar auch ein Bücherschrank. Fein. Ja, aber ich denke, optisch Einzigartigkeit auf jeden Fall. Wow, das sieht auch sehr interessant aus. Weberturm. Das sieht echt interessant aus. Okay. Titel, kulturell, optisch einzigartig, ja. In der Kirche wollen wir uns jetzt nicht umsehen. Da passt jetzt natürlich gerade das Bild nicht. Schade, wir können auch nicht drehen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das hier falsch eingereicht worden ist. Aber ich, ganz ehrlich, ich kann es nicht erkennen. Nee, das ist einfach zu... Die Satellitenbilder sind so schlecht. Das geht leider nicht. 3 Sterne für den Standort. Sicher erreichen, ja, das denke ich aber auf jeden Fall. Also da ist so viel Freifläche, gerade an der Kirche ist das meistens so. Daher passt das schon. Gut, ich glaube, Stadt, Tor oder sowas wird man hier nicht finden. Daher lasse ich das mal. Und ja, absenden und dann geht es rauf auf die Startseite und... einmal die Historie angesehen. Aha. Ja, gut, sie liegt ganz normal wieder im Schnitt. Habe ich mir ja fast gedacht. Aber auch kein übermäßiger Absatz, also es ist nichts über 90.000. Aber immerhin über 70.000. Ich denke, das ist trotzdem alles noch im grünen Bereich. Schlimmer wäre, wenn es jetzt noch niedriger wäre. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir gerne was in den Kommentaren. Daumen nach oben oder nach unten, wie es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.